Liebe Genossen, Comrades, Entovarisch, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silber. Es ist schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn in dieser Folge, liebe Genossen, da möchte ich mit euch durchgehen, was von den Baumaßnahmen bisher gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Schöne Beispiele für Fehlplanung möchte ich euch hier zeigen. Und denke ich, wäre es auch sinnvoll, dass wir uns die genauere Aufteilung der Bauernhöfe unserer LPGs mal anschauen. Denn das ist auch immer so ein offener Punkt für mich gewesen. Welche Fahrzeuge setzt du ein? Wie teilst du das auf? Wie viele Felder kannst du hier zuordnen? Was macht da noch Sinn, Genossen? Ne? Denn auf dem Wege in die Autarkie, also in die Self-Sufficiency, wie heißt es hier, auf dem Wege dahin, dass wir nichts mehr importieren müssen, das ist ja das große Ziel, da denke ich, stellt die Ressource Pflanzen das größte Hindernis dar. Ne? Und deswegen gehen wir das ja hier auch generalstabsmäßig an und wollen mal schauen, was hier unter diesen neuen Winterbedingungen gut funktioniert oder was eben nicht gut funktioniert. Ja, Genossen, wenn ihr da Lust drauf habt, dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid, wenn wir jetzt loslegen zu dieser 25. Episode. Yeah! Bam, 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 bam! Tusch. Sehr schön. Also nochmal herzlich willkommen. Dann lass uns loslegen ohne weiteres Zeitverschwenderei, ja, dabei fällt mir ein, dass ich die Uhr nicht gestellt habe und das habe ich jetzt mal nachgeholt, Genossen. Ja, hier der Schweizer Mildtower sieht richtig gut aus, ne? Den hatten wir uns ja auch noch nicht im Detail angeschaut, Genossen, die Fenster hier eingeschlagen teilweise, aber auch hier bei den Texturen, da wären schön die Abdrücke hier von den Platten sichtbar, ne? Ja. Gefällt mir richtig gut, das Gebäude, Genossen. Und wo wir hier doch sind, und ich berichtete ja von Fehlplanung, da will ich euch gleich das erste Beispiel zeigen. Denn, festgestellt in einem anderen Hafen wurde dieses Phänomen, ne? Das habe ich nicht hier festgestellt, weil es hier noch nicht so weit ist, Genossen. Aber die Kapazität der Gabelstapler, der angeschlossenen Gabelstaplerbüros, reicht nicht aus, um die Schiffe vernünftig zu beladen. Das heißt, dass diese indirekt angeschlossenen Terminals hier oder Ladecase, ne, dass die wieder abgerissen werden müssen, Genossen. Denn ich hatte es ausprobiert, auch mit zwei jeweils mit 8 Fahrzeugen besetzten Gabelstaplerbüros. Also Forklift Office, wie heißt das? Forklift Garage, genau. Genau, seht ihr hier. Das ist auch schon das Mod-Gebäude mit den 8 Fahrzeugen. Davon hatten wir 2 Stück in Berlikum am Hafen. Da hatte ich diese Beobachtung gemacht. Und das hat nicht ausgereicht, dass auch nur ein Schiff, was gerade am Laden ist, vernünftig beladen wird, Genossen. Ne? Das dauert mir viel zu lange. Von daher, hier haben wir die Ladekapazität für 3 Schiffe. Und wir haben die direkte Anbindung. Das seht ihr hier, Genossen. Ne? Das heißt, dass wir hier keine derartigen Engpässe zu befürchten haben. Und der Plan ist eigentlich folgender. Das werde ich jetzt auch direkt mal durchsetzen hier mit euch. Denn es ist eh gerade dunkel. Da macht es keinen Sinn, dass wir uns jetzt die Felder anschauen. Das muss alles wieder weg hier, Genossen. Das muss alles wieder weg. Wir reißen auch die Pumpstation ab, das ganze Geraffel, alles was hier, was Gabelstapler nötig hat, kommt weg. Genau, ja, ist natürlich schade, ne? Aber so ist es halt, das sind die erkauften Erfahrungen jetzt hier. Okay, so, jetzt haben wir das hier abgerissen, Genossen, ne? Dann, ja, das beeinträchtigt ja jetzt nicht hier die laufende Anlieferung. Da müssen wir uns ja keine Gedanken drum machen. Dieser Teil des Hafens hier, der ist ja unabhängig davon. Die kommen auch weg. Sehr gut. So. Und da dieser große, ja, der große Speicher hier jetzt noch, ich meine, noch einen weiteren Anschluss bietet, ne? Da schauen wir mal nach. Na, hier sind sogar 2. Hier sind es 2 direkte weitere Anschlüsse. Ich befürchte aber, dass wir das nicht hinbekommen, hier von der Entfernung her. Nicht mit Rubel bauen. Was machen wir denn hier? Wireframe? Okay, so. Also, wir wollen das hier mal ein bisschen einebnen. Ja,
das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment, Genossen hier. Wir können auf Pause gehen. Ne? Jetzt ist es nämlich schon wieder hell geworden und ich wollte mit euch ja auch mal die Felder besprechen. Deswegen zum kurzen Neuarrangement des Hafens hier, da ist das ja ganz okay, wenn wir das mal so machen. Da kriege ich den kleinen Zippel hier nicht mehr weg. Doch, ne, Genossen, das muss doch klappen. Naja, wir haben ein bisschen großflächiger Terraform. Ja, ihr seht es, er verschwindet langsam in den Wellen, sehr gut. Komm, geh ganz weg hier. Geh ganz weg, wir haben doch hier keine Zeit. Komm, mal hin. Na, er will nicht, ne? Er will nicht, Genossen. Vielleicht müssen wir hier ein bisschen im Umfeld noch was machen. So. Okay. Ja, so ungefähr. Kriegen wir das mit Rugelbauern hin? Hier den Zippel weg. Einfach mal nach unten drücken, das Ganze. Auch nicht, ne? Ist natürlich ein bisschen ungünstig, Genossen. Das ist ein bisschen ungünstig. Mal schauen, ob das trotzdem was wird hier. Weil sonst müsste man das ganze Ding hier nochmal abreißen, ne? Ja. Das zieht direkt wieder Arbeit nach sich. Steht hier was drauf? Ah, deswegen geht das nicht, Genossen. Hier ist ein Stück Baustelle hat sich hier verewigt. Ja, die kommt natürlich weg hier. Jetzt allerdings müssten wir das da runterbekommen, ne? Also, schauen wir nochmal nach. Plups, weg ist es. Sehr schön. Also, können wir das jetzt hier ein bisschen einebnen. Haben wir immer noch mit Rubel, das wollen wir auch nicht genossen. So, jetzt aber. Okay. Ein bisschen gerade machen hier noch. Wireframe lassen wir uns mal anzeigen. So. Okay, naja. Okay. Und dann schaue ich mal, ob hier... naja, schön ist was anderes. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, ob hier der kleine Frachthafen klein. Hier kann man Pflanzen beladen, jawohl. Und wir brauchen die direkte Verbindung mit dem Speicher. Darum geht es nämlich jetzt hier, Genossen. Das ist wichtig. Ja. Ja, die kriegen wir so nicht hin. So auch nicht, wegen der Straße. Das ist ein bisschen blöd, ne? Das ist ein bisschen blöd. Wir bräuchten so eine Mindestentfernung. Obwohl hier, der Speicher hat hier oben seine Straßenanbindung. Der hat hier, also halten wir einfach ein bisschen Abstand, dann müsste das gehen. Halten wir ein bisschen Abstand, Genossen. Der Speicher ist von oben beanfahrbar. Wo hapert es jetzt hier? Kann das Gebäude nicht auf Wasser errichten? Also ein bisschen mehr Land brauchen wir. Okay. So. Jetzt müsste das eigentlich klappen hier. Ne? So ungefähr. Ja. Ja, so dann mal. So dann mal. Okay. Da legen wir jetzt noch eine Straßenanbindung mit dran. Ah, das... Das ist ja auch noch hier von der missglückten Erstplanung. So. Jo, das reicht aus, dass der Hafen von der Feuerwehr angefahren werden kann. Und hier hat er seine Verbindung direkt mit dem Speicher. Ja. Was anderes macht beim Pflanzentransport hier keinen Sinn, Genossen. Diese ganze Gabelstapler-Geschichte, das können wir uns ersparen. Das Einzige, was ich hier jetzt noch mit ranlege, ist die Pipeline-Verbindung für den Treibstoff. Wo ist denn hier der zweite Ausgang? Den haben wir nicht gut... Hier ist er. Da ist noch ein Stück Pipeline, sitzt da nämlich noch dran. Ne? Ja, aber die reißen wir auch mit ab. Wir wollen hier das sauber nochmal neu beginnen. Okay, also hier hinaus. Ah, es wird ein bisschen eng hier unten, aber sollte klappen. Ne? Sollte klappen, Genossen. Sind wir mal ganz positiv gestimmt. Ja, schön ist das jetzt alles hier nicht so wirklich. Aber selten sozusagen. Nicht schön, aber selten, Genossen. Ja. Setzen das hier so rüber. Ja,
Komm, so können wir das machen. Okay. So, Genossen, das ist schon mal die Korrektur der ersten Fehlplanung. Der Einsatz von Gabelstaplern beim Pflanzentransport zwischen Speicher und Ladeterminal ist nicht empfehlenswert, Genossen. Das kann ich euch sagen. Ja, sonst läuft der Hafen hier eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt hier noch eine ganz kleine Ladestation. Hier seht ihr das mit dem W50-Kipper. Das ist für die Anlandung von Kohle vorgesehen, Genossen. Denn für den Betrieb der Feuerwehr, die hier oben steht, ne, die ist auch gut besetzt. Die haben ja 35 Leute oder 34 können da arbeiten. Knapp 30 sind ja auch da. Die werden hier versorgt über die Bushaltestelle, Genossen. Da kommen dreimal am Tag, oder besser gesagt, da fahren drei Busse am Tag im Pendelverkehr dann zu der neuen Bushaltestelle am Zirkus. Ne? Das ist auch diese Halbrunde am chinesischen Staatszirkus. Da werden die abgeholt und bemannen hier die Feuerwehrgenossen. Die Feuerwehr hat aber auch wieder hier einen Wärmebedarf. Und da sind zwar hier nur 7 Kubikmeter, aber irgendwie müssen die ja auch erzeugt werden. Jetzt hatte ich schon im Workshop die ersten elektrischen Heizapparate für kleinere Mengen Heizwasser gesehen. Hatte hier aber derweil auch schon ein ganz kleines Kohlekraftwerk, nicht Kohlekraftwerk, ein ganz kleines Kohleheizkraftwerk errichtet, Genossen. Und ihr seht es hier, die Spannungsabnahme ist relativ, ist nicht so pralle, ne? Relativ volatil das Ganze. Aber da die ja wirklich hier nur die 7 Kubikmeter erhitzen müssen und einen 60 Kubikmeter Vorratstank haben, da reicht das allemal, Genossen. Ne? Da reicht das allemal. Die 4 Arbeiter haben sie auch, die sie brauchen. Na, einer ist jetzt da. Ein Gebäude brennt. Da schaue ich auch nicht mehr hin jetzt, weil die Feuerwehrversorgung ist eigentlich überall gegeben. Und hier ist die Ladestation, ne? Wo denn dieser Kipper, der wirklich in seinem Leben nur diese kleine Strecke hin und her pendelt, Genossen. Ja? Das sind denn so Fahrzeuge mit 2000 Kilometer nach 30 Jahren Gebrauchsdauer. Genau, das ist unser Hafengenossen. Ja, der soll halt dafür da sein, dass all das hier im Speicher gesammelte Getreide, das sind jetzt auch schon knapp 7000 Tonnen, republikweit verteilt werden kann. Ne? Und sowohl in die Nahrungsmittelerzeugung als auch in die Alkoholproduktion, in die Stoffproduktion, für die Chemikalienerzeugung und so weiter und so fort. Ne? Da brauchen wir das überall. Denn die Blockade der Grenze in Frankfurt-Oder durch B50-Laster, die da Pflanzen einkaufen und dann jedes Mal 7 oder 8 Tonnen, das hatte ich ja schon mal versucht, euch zu zeigen während einer früheren Episode, wo denn alle möglichen anderen LKWs da standen. Wollen wir da mal schnell... Nee, da gehen wir jetzt nicht hin, Astral. Du bleibst jetzt mal hier bei den Bauernhöfen. Und du hast nämlich versprochen, dass du die Aufteilung hier der Fahrzeuge mal zeigen willst. Und das solltest du auch machen. Ja, völlig zu Recht wird hier kritisiert. Also, ursprünglich, liebe Genossen, da hatte ich hier die Anzahl der Fahrzeuge war halb-halb. Also da waren nicht ganz halb-halb, es waren 7:5, ne? Irre ich mich jetzt? Oder 5:... Ja... Es waren mehr Traktoren auf jeden Fall. Es waren die halbe Anzahl waren Traktoren, 6 Traktoren und 6 Mähdrescher, wenn ich es recht erinnere. Jetzt habe ich aber auch durch die Beobachtung und durch die Kommentare, oder besser gesagt in den Kommentaren wurde es auch ausgedrückt, dass die Aufteilung der Arbeitsgeräte nach 50-50-Prinzip vielleicht nicht unbedingt die beste Option ist. Denn die Arbeitsgeschwindigkeiten sind... ich gucke da nicht hin, denn die Feuerversorgung ist überall gegeben. Ja, klein Kuwait, hier haben wir eine Pumpe verloren mal wieder. Ja, Genossen, das ist schade, ne? Das ist schade. Komm, die setze ich hier direkt hin, während wir weiter drüber sprechen, dass die Aufteilung in der Fahrzeuge in den Bauernhöfen suboptimal war mit dem 50-50-Faktor. Ne? Jetzt hatte ich ein paar von den
Ackerschleppern verkauft, 2 bis 3 jeweils, und hatte statt des Ackerschleppers dann eine Mine, brauche ich hier, nebenbei die Ölplattform hier raussuchen. Mine genossen, wo steht denn das hier jetzt? Da ist es. Okay. Die hatte ich verkauft und habe stattdessen Mähdrescher aus unserer eigenen Produktion, ich meine der Marke Fortschritt, aber das kann ich jetzt nicht genau angeben, erworben und die zum Einsatz gebracht, sodass jeder Bauernhof jetzt, jeder LPG jetzt über 2 bis 3 mehr Mähdrescher verfügt. Ihr habt es ja gesehen, die Aufteilung hier ist ja so ungefähr, müssen wir mal hier in den Vordergrund holen, ist ja so ungefähr jetzt 8:4, ne? Also 1/3 zu 2/3, so kann man es schon sagen. Hier seht ihr, das ist dieser E513 Mähdrescher, genau. Hier kam nur einer dabei. Ja. Ja, die restlichen sind hier alles die Class Dominator. Ne? Aus dem Westen, Genossen, aus dem Westen. Aber jetzt wurde gesagt, Schluss, wir kaufen hier keine Fahrzeuge mehr aus dem Westen an. Auf jeden Fall keine Ackergeräte, denn dort erlauben uns die Fortschritte der eigenen Produktion ja hier auch auf eigene Fabrikate zurückzugreifen, Genossen. Ne? Von daher, gut, haben wir hier die kleine Baustelle in Betrieb genommen. Das ist eigentlich ganz okay. Gehen wir zurück zu unseren Feldern, Genossen. Denn ihr seht es hier, die kleinen Felder. Die hier alle, oder die mittleren, von hier aus sehen sie klein, ne? Wir sind hier in der Vogelperspektive ziemlich weit oben. Die sind eigentlich alle auch schon abgeerntet, das Korn ist abtransportiert. Und hier seht ihr auch, dass hier noch ein bisschen Straßenbau vorangeht. Hier sind sie, Genossen. Naja, dabei ist übertrieben, es fehlt Kies. Naja, ist ein langer Weg, um hier immer eine Ladung Kies herzubringen. Das stimmt schon, aber die Bauarbeiten laufen langsam. So, und hier, die mittleren hatte ich gesagt, die sind okay. Ne? Da ist, die warten aufs nächste Jahr, dass denn wieder ausgesät werden kann. Bei diesen ganz großen Feldern, diese sogenannten Stalinfelder da aus dem Workshop, Genossen, da seht ihr ja, dass hier die Erntearbeiten noch laufen. Besser gesagt, sieht auch teilweise so aus, als ob sie gerade erst begonnen hätten. Das ist auch so, da diese beiden Felder ich kurzfristig jetzt hier einer anderen Farm zugeordnet hatte. Denn die ganz kleinen Felder, Genossen, das sind, welche hatte ich denn hier hingesetzt? Die können wir uns mal anschauen. Hier bei Feld, genau. Small Square Field, das waren diese hier. Genau, ein bisschen runter. Diese Größe hier. Die habe ich eigentlich alle abgerissen, wegen Ineffizienz, Genossen. Ne? Denn wenn davon waren vielleicht 12 bis 15 Stück verteilt hier über die ganze Anlage. Und die An- und Abfahrt unserer landwirtschaftlichen Maschinen hin zu diesem Feld mit den Tankpausen und so weiter, das hat mir denn zu lange gedauert. Ich meine, bei der Aussaat war es kein Problem. Das hat sich gezeigt, denn die kamen alle in die Blüte sozusagen. Also die wurden alle bestellt und so, das klappt. Nur mit der Ernte, Genossen, und dem Abtransport, da denke ich, wirkt sich das logistisch denn richtig negativ aus. Von daher habe ich die jetzt erstmal bis auf Weiteres hier mit rausgenommen. Ja, und der Rest ist jetzt ein bisschen experimentell, Genossen, denn eine abschließende Beurteilung der Leistungsfähigkeit unserer Farmen und der Distributionsbüros hier kann derzeit noch nicht getroffen werden. Einfach aufgrund der Tatsache, als dass im laufenden Betriebsjahr noch massive Änderungen erfolgt sind und aufgrund der Tatsache, dass auch jetzt Anfang diesen Jahres, des Jahres 79, die Produktion ja nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt begonnen hat, sondern erst nachdem ich hier die entsprechenden Baumaßnahmen insofern durchsetzen konnte, dass alle Felder erreichbar sind, dass die Fahrzeuge in den Bauernhöfen sind und so weiter. Ja, von daher kann dieses Jahr hier nicht als Maßstab der Beurteilung dienen. Das, denke ich, werden wir erst Ende 1980 feststellen können. Genossen,
Ja, 1980, und das ist auch ein gutes Thema, ne? Mit Riesenschritten auf in die 80er Jahre, Genossen. Aber selbst wenn uns jetzt hier in diesem Jahr auf den Feldern hier teilweise das Getreide dann im Winter kaputt geht, ihr seht es schon, selbst hier aufgrund, hier haben sich schon die Bäume auf die Felder ausgebreitet, ne? So lange wurden die nicht geerntet. Ja, aber selbst wenn hier jetzt ein Teil des Getreides, was hier so ein Feld erzeugt, 210 Tonnen sind zum Abtransport bereit, ne? Ja, da müssen wir nachsteuern, denke ich, mit einem weiteren Distributionsbüro, wo ich die sich auf die großen Felder hier konzentrieren werden. Ja, also da müsste ich nochmal einen Auftrag erteilen, dass da was geschieht in der Richtung. Denn der Abtransport, da können wir die Kapazität relativ problemlos schnell steigern. Ne? Ich schaue mal, ob hier noch Platz. Durch den Abriss der Felder ist hier auf jeden Fall Platz für weitere Distributionsbüros. Ich denke auch, dass hier die Anladung in der Straßenladestation noch weitere Kapazitäten hergibt. Hier ist ja kein großartiger Stau, Genossen. Ne? Dass hier dann Probleme auftreten könnten, das sehe ich jetzt auch noch nicht. Nee. Ah ja, und da, ja, das haben sie auch noch nicht fertig gebaut, Genossen. Ja. Gut. Distributionsbüro, hier ist vielleicht eine ganz gute Stelle dafür, dann erteile ich hier direkt den Bauauftrag, Genossen, dann kommen wir da auch nicht drüber hinweg. Dann nehmen wir diese, wo sind sie jetzt hier? Distributionsbüro. Ja, da ist es. Und schließen wir das hier so. Das kommt dann hier mit ran, Genossen. Hier auf der macht das Sinn, auf der oberen Ebene. Eigentlich nicht, Genossen, ne? Eigentlich nicht. Weil die LKWs werden von hier aus losfahren zum Feld. Also auf Deutsch hierhin. Um hier dann die Pflanzen abzuholen. Das heißt, hier hatte ich neben der Brücke relativ in zentraler Lage. Hier hatte ich doch auch Felder abgerissen. Ach, das war hier in der Mitte, ne? Hier hatte ich ein kleines Feld abgerissen. Aber hier passt das nicht mit hin. So ein großes Logistikterminal sowieso nicht. Ja, dann vielleicht mal hier ein normales Distributionsoffice. Also ein normales im Sinne von, wo sind die eigentlich, Genossen? Wo sind denn die eigentlich? Depots, Distro, die Vanilla-Gebäude. Gute Frage. Da ich die kaum benutze. Naja, schauen wir mal nach. Straßenladestation ist hier. Trolley, Parkplatz, Technical Service, Depots. Das ist ein bisschen peinlich hier gerade. Aber so ist es halt, Genossen. So ist es. Dann ist es nicht Infrastruktur, dann ist es hier bei der Konstruktion irgendwie mit dabei. Ne? Ausrüstung für die Bürger vielleicht. Zu Plattform war. Nee, hier auch nicht. Gute Frage, Genossen, gute Frage. Bauwirtschaftlich vielleicht? Astral, komm, das kann doch nicht sein, denn die müssen doch hier irgendwo sein. Fertigungslinien, Burger. Lager und Warenhaus, hier müssten sie doch mit bei sein, oder, Genossen? Ja. Okay. Small Distribution Office. Das würde vom Platz her ja ungefähr so einem Feld entsprechen. Ne? Das würde doch hier hinpassen, Genossen. Ja, das können wir hier hinbauen. Setzen wir hier eins hin. Und vielleicht hier oben noch eins, Genossen. Die sind ja auch erst im nächsten Jahr dann fertig. Ne? Aber die können dann beim Abtransport des Getreides von den riesigen Feldern mithelfen, sodass uns da weniger kaputt geht. Genau. Gut, die Bauaufträge sind erteilt. Ansonsten, ja, ihr seht es hier, wie der Stand der Ernte so vorangeht.
Aber ich gebe zu bedenken, im laufenden Betriebsjahr, wie gesagt, habe ich mehr Mähdrescher angekauft und die Anzahl der Traktoren verringert, sodass der Betriebsablauf im nächsten Jahr natürlich spannend wird. Ne? Also wie das hier in 1980 dann abgeht, da bin ich wirklich gespannt drauf, Genossen. Ja, soweit zu diesem Gebiet, würde ich sagen. Ne? Haben wir uns ganz gut mal hier zu Gemüte geführt. Und dieses Namensschild hier bekomme ich leider nicht mehr weggerissen, Genossen. Ne? Das hatte ich schon mal probiert. Aber ich meine, weil es im Wasser ist wieder. Irgendwie kommst du nicht mehr ran dann hier. Ne. Damit müssen wir leben, mit Wawkawysk. Okay. Man gewöhnt sich an vieles, Genossen. Hier ist der Bus, nämlich der die Feuerwehr versorgt, wenn ich mich nicht irre, oder? Ist der das? Nee, der ist vom Konstruktionsbüro Astral, Edgy Badge. Genau. Oh. Ja, denn hier aber mal mit den. Genau, hier seht ihr, ne? Da holt er die Leute ab hier. Das ist die Bushaltestelle hier am Zirkus, von der ich gesprochen hatte. Hier ist er. Ne? Okay. Ja, sonst, was gibt's an Änderungen hier in Colditz, Genossen? Was können wir hier besprechen? Hier sehen wir auch, dass hier das örtliche Riesenfeld auch noch nicht abgeerntet ist. Ne? Und die Genossen hier, die haben das ganze Jahr Zeit gehabt, das muss man dazu sagen. Die haben einen ungestörten Betriebsablauf gehabt. Von daher ist es vielleicht wirklich so, wie auch schon in den Kommentaren angemerkt wurde, dass diese riesigen Felder, Genossen, einfach nicht effizient innerhalb jetzt unseres kurzen Sommers und Herbstes bearbeitet werden kann. Wenn dem so ist und der Anteil des Getreides, der dadurch verloren geht, relativ hoch ist oder signifikant ist, dann müssen wir die abreißen, Genossen. Dann wären diese riesigen Felder, ne, die müssen denn ersetzt werden eigentlich durch Felder dieser Größe. Das sind die größten Vanilla- oder auch Mod-Felder, die ich so gesehen hatte. Dann müsste man das hier austauschen. Ja. Aber sonst lasse mal hier jetzt noch den November durcharbeiten. Jetzt hier im laufenden Betrieb will ich dann nicht eingreifen. Tonnen, Genossen. Ja. Zur Not könnte man natürlich auch hier noch eine weitere LPG mit errichten. Vielleicht hier hinten mit, dass man die Felder nochmal anders aufteilt. Also nach dem erfolgten Umbau von diesen riesigen Feldern auf normal riesige Felder. Ja. Aber Genossen, das schauen wir uns im nächsten Frühjahr an. Bis dahin, wie läuft es in Berlikum? Das ist auch eine berechtigte Fragestellung, Genossen. Denn, gehen wir erstmal auf die Veränderung im Hafen ein. Denn da hatte ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Hier war es mir aufgefallen, dass hier die Beladung der Schiffe, die hier ankommen, also des Schiffes, was hier ankommt, des Bootes, es sind mittlerweile zwei, ein 800-Tonnen-Boot und dann dieses kleine hier, er kann kein Korn laden, Astral. Wieso hast du ihn denn hierher geschickt? Weiß niemand? Weiß wirklich niemand, ne? Nee. Das war auch ein Fehler, Genossen. Das heißt, dann kommt er hier ins Depot. Hier muss er hin. Genau. Und wie läuft es in unserem Hafen, Genossen? Ah, sehr gut. Hier ist ein weiteres dieser. Das sind allerdings die Getreidetransportschiffe hier, die wir hier derzeit benutzen, Genossen, oder die ich hier derzeit im Bauauftrag habe. Jetzt allerdings wird erstmal hier eine neue von den 40-Tonnen-Barkassen gebaut. Die können wir nämlich auch nicht kaufen, Genossen. Die können wir nur selber bauen.
Und die möchte ich benutzen, um da hinten bei unserer LPG im Hafen den Kohletransport durchzuführen. Ne? Von daher brauchen wir da diese ganz kleinen Schiffe. Und ihn setzen wir jetzt auch schon mal ein, damit er ja, hinten laden. Hier laden kann er noch nicht, ne? Oder kann er hier schon laden, Genossen? Kann er hier schon laden? Ne, der Hafen ist noch nicht fertig. Der Hafen ist noch nicht fertig. Das heißt, dann müsste er vorerst hier mit in Berlikum laden, wenn das denn Sinn macht, Genossen. Wenn die Menge hier, die ist aber auch nicht so groß, dass das Sinn macht. Ne, hier brauchen wir jetzt kein zweites Schiff drauf, denn hier kommt ja gerade unser Transporter. Diese Getreidetransporte laufen hier von Berlikum hin zur Nahrungsmittelproduktion nach Kolditz, Genossen. Das wird hier ausgeladen am Turm, hier. Und ja, dann mittels Distributionsoffice von, ich erzähle Quark, Genossen, hier nicht am Turm ausgeladen, hier wird es ausgeladen. Hier wird es ausgeladen, Genossen, hier und hier, ne, haben wir zwei von denen, aber einer ist jetzt nur im Einsatz, aber wird ausgeladen, dort abgeholt und weiter transportiert hier in diesem Kornspeicher. Ne? Das heißt, dass jetzt derzeit wir kein Getreide eigentlich importieren. Da schauen wir mal eben nach, Genossen. Ne, Import von Getreide haben wir derzeit gar nicht. Hier sehen wir ja, was derzeit importiert wird. Elektronik, ja, Treibstoff ist uns bekannt, der größte Posten und auch ja, die Umschreibung schon unseres nächsten Großbauprojektes, nämlich der Raffinerie, Genossen. Dann Kleidung müssten wir auch langsam mal angehen, die Eigenherstellung. Hier, das Holz, Genossen, das hatte ich schon mal auch in einer der zurückliegenden Folgen erläutert. Das ist so eine, ja, Zusatzimportmaßnahme zur Unterstützung des Holzheizkraftwerkes hier in Klein-Kuwait, Genossen, ne? Da, dieses Kraftwerkes. Das heißt, wenn das unter einen bestimmten Pegel fällt, der Speicherstand hier, dann wird auch mal ein Import durchgeführt. Aber ihr seht es hier, das ist ja sehr überschaubar und ja, saisonal unterschiedlich auch. Chemikalien werden importiert, na klar, und Bitumen. Gut, das ist es, was wir derzeit importieren. Ich habe sogar im, ja, vielleicht war das ein bisschen leichtsinnig, Genossen, das kann natürlich sein. Das müssen wir auch im Auge behalten. Ich habe nämlich hier, damit die Nahrungsmittelproduktion weiterläuft und nicht andauernd aufgrund eines vollen Lagers hier zum Stocken kommt, die zuvor mit dem Import von Getreide betrauten Distributionsoffices angewiesen, von nun an Nahrung zu exportieren. Das heißt, dass wir hier jetzt ungefähr, ich glaube, es sind 10 W50 LKWs, die hier derzeit Nahrungsmittel exportieren, Genossen. Das können wir mal uns anschauen hier, den Export von Ressourcen. Ihr seht es, Essen, ne? Ja, ist angenehmes Beigeschäft, sagen wir es mal so. Und jetzt auch mehr temporär eigentlich, denn ich nehme an, mit steigender Bevölkerungszahl, wir sind jetzt hier bei knapp 30.000 Leuten auch schon, da wird es auch notwendig werden, die Nahrungsmittelproduktion einfach hier immer weiter zu steigern. Ne? Gerade auch mit den zunehmenden Entfernungen, dann hast du auch noch größere Mengen unterwegs im Transport. Und ja, mit dem Transportgenossen, das ist auch so ein offenes Thema, ne? Weil mittlerweile reift in mir immer mehr so der Gedanke eigentlich, das Ganze hier. Oh, was sehe ich hier hinten, Genossen? Sehe ich hier, da hat einer kein Sprit mehr. Ja, dann fahren wir da mal hin, Genossen. Also mittlerweile reift in mir der Gedanke, das Ganze hier eventuell sogar ohne Züge großartig durchzuziehen, Genossen. Also nicht nur eine Dead-Man-Challenge, vielleicht sogar eine No-Train-Challenge. Wer weiß. Aber No-Train, also keine Züge und gleichzeitig das Ziel der Autarkie.
mit dem LKW-Verkehr nur verbunden. In großteils Kosmonauten-Mode hier, also alles selbst gebaut. Hoppala, jetzt vor lauter Begeisterung über die Idee, da gebe ich dem Mikro hier eine mit. Das ist natürlich eine richtige Herausforderung, ne? Das ist klar, Genossen. Ja, so, was ist hier das Problem, fragen wir uns. Was ist das Problem? Hier ist ein Transportschiff. Ihr seht es hier, wir sind hier in Eisenhüttenstadt unterwegs, Genossen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns das mit Tageslicht, was jetzt auch kommt, ja, dann bleiben wir hier, Genossen, dass wir uns das erstmal anschauen. Denn das ist jetzt kein schwerwiegendes Problem hier, dieser leergelaufene Tank, Genossen. Was seht ihr hier? Hier seht ihr auch eine Neuanlage eines Hafens, denn nachdem das Eisenhüttenstädter Stahlwerk hier recht erfolgreich läuft, Genossen, ihr seht es, so vom Arbeiterbesatz her sind die teilweise auch manchmal bei 500 Leuten, also die sind so zwischen der Hälfte und voller Kapazität ausgelastet, und die Kohletransporte kamen ja nicht wirklich ganz hinterher. Da habe ich drei weitere von den Hopperschiffen einsetzen müssen oder erstmal eingesetzt und hoffe, dass das reicht. Aufgrund der Langsamkeit des Transportes ist da natürlich immer eine gewisse Trägheit in der Beobachtung des Fortschrittes dieser Maßnahmen gegeben, ne? Also, auch bei 500 Leuten, die Kohleversorgung reichte nicht ganz. Ich hoffe, dass das durch die eingeleiteten Maßnahmen verbessert wurde schon. Wurde eine ganze Menge Stahl produziert, Genossen. Ne? Eine ganze Menge Stahl. Jetzt haben wir einen Großteil des Stahls hier für unsere eigenen Bauprojekte benutzt. Unter anderem ist hier für die Vorbereitung der weiteren Expansion von Eisenhüttenstadt schon mal ein weiteres Heizkraftwerk mit errichtet worden. Was hier auch super an die Kohleversorgung mit ranpasst. Ne? Deswegen kam das hier mit hin, Genossen. Und da bin ich sehr froh drüber, über diese super easy Lösung. Das Einzige, was wir noch bräuchten, wäre hier Arbeiterversorgung. Und Stromversorgung direkt neben dem riesigen Kohlekraftwerk ist natürlich nicht gegeben. Ne? Damit muss man leben und das einfach mal so hinnehmen, denke ich mal. Ja, das Stahlwerk lief, es produziert super guten Stahl, hier hohe Qualität, und auch die Menge ist berauschend, Genossen. Aber ihr seht es hier, diese Meldung kam dann natürlich, wir können nicht lagern oder exportieren, Stahl. Und daraufhin dachte ich mir, Mensch, Genosse Astral, dann sorgt dafür, dass der Stahl, der jetzt aufgrund der eigenen Kapazitätsbeschränkungen unserer ausführenden Bautrupps nicht in den Baueinsatz gelangen kann, hier in unserer eigenen Republik, sorge dafür, dass dieser unseren sozialistischen Brüdern und Kampfgenossen zur Verfügung steht, und exportiere den. Ja? Und um dies zu ermöglichen, Genossen, hatte ich mir hier fixe Idee in den Kopf gesetzt, den Export doch jetzt auch nicht hier über die Eisenbahn zu erledigen, sondern auch über die Binnenschifffahrt, mit der wir ja hier erste positive Erfahrungen sammeln, und halte das ja für ein ausbaufähiges Konzept, Genossen. Daher dachte ich mir, Mensch, das soll aber auch nicht so weit sein vom Stahlkraft, also vom Stahlwerk, der Transport in den Hafen, ne? Der soll nicht so weit sein, Genossen. Und habe hier quasi ein kleines Stück Land rausgeterraformt. Ne? Ihr seht es hier, was nicht ganz einfach war aufgrund der Kiesgeschichte hier. Genossen, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Kleine Pause. Ja, dieses Terraform war natürlich nicht ganz einfach, da hier die Kiesvorkommen das natürlich erschwert haben, aber mit äußerstem Einsatz ist es unsere Bautrupps gelungen, hier diese Ecke frei zu machen. Und in Eigenregie haben wir hier auch die Hafenanlage errichtet, Genossen. Ja, und eigentlich sollte hier ja auch... Ah ja, die Treibstoffversorgung, die ist natürlich noch nicht hergestellt. Gut, wo holen wir Treibstoff ab, Genossen? Berechtigte Fragestellung, ne? Kommt hier schon der Erste eventuell? Nee, die fahren hier zur Tankstelle, oder? Ja, die fahren hier...
Genossen, da müssen wir uns hier drum kümmern jetzt. Da müssen wir einschreiten. Jetzt sind die ganzen Distributionsoffices für den Treibstoff natürlich schon ausgelastet, großteils. Ich hatte jetzt hier angefangen, die unnütz gewordenen kleinen Distro-Offices, die zuvor gebraucht wurden, um die in Colditz mittlerweile abgerissenen kleinen Kohlekraftwerke zu versorgen, diese hier mit überschüssigen Fahrzeugen aus dem Minol-Zentral-Dispatch-Office zu versorgen und denen die entsprechenden Jobs hier mit zuzuteilen, Genossen. Auch wenn das denn immer nur 3, 4, 5 Fahrzeuge sind. Ja. Aber ihr seht es ja, 3 davon stehen hier rum. Und das heißt, dass wir diesen Genossen hier den Auftrag erteilen werden, hier den Hafen mit zu versorgen. Was natürlich auf Dauer nicht ausreicht. Ich weiß, das ist... Was müssen die denn noch? Also Tankstelle bei den Erzhütten, Eisenhüttenstadt, Passagerhafen. Ja, gut, wenn sie den Tank einmal gefüllt haben, der laufende Verbrauch ist überschaubar danach. Ne? Von daher weisen wir den jetzt mit als Auftrag zu, und zwar als Entladeauftrag. Und dort sollt ihr auch entladen bis 90%. Ja. So, was jetzt eigentlich dafür sorgen müsste, dass die LKWs hier starten. Ne? Schauen wir mal hier hin. Ja, in der Tat, auch der alte G5. Sehr schön. Dann holen wir noch einen weiteren W50 damit dazu, Genossen. Weil die stehen hier wirklich nutzlos rum, großteils. Man sieht sie jetzt nicht, weil sie hier unterm Dach stehen. Schaut sie euch an, ne? Schaut sie euch an, Genossen. Ja. Kriegen sie W50 aber mit dazu, ne? Ja. Die kriegen W50 mit dazu. Da ordnen wir den hier ab. Und schicken ihn hier mit rüber, ne? So, hier war das, ne, Genossen? Hier war das. Ich hoffe, ich habe das Richtige gepackt jetzt, aber das wird schon passen. Okay. So, das heißt, die Spritversorgung für den Hafen, für den Export des Stahls, den haben wir jetzt angeleiert. Und im Zuge des Hafenbaus hier, Genossen, hier lief ja vorher die schöne Seilbahn lang, ne? Ihr seht sie hier. Ihr seht sie. Das war ja der Arbeitsweg der Zukunft, Genossen. Ne? Auf dem Weg in die Eisenerzproduktion. Und ja, trotz aller Bemühungen ist es mir nicht gelungen, die Seilbahn hier durchzulegen irgendwie. Das ja, war mehr reddish dann greenish, wie das Spiel immer so schön sagt. Und deswegen dachte ich mir, gut, Astral, dann such eine andere Lösung. Dann habe ich die Seilbahnstation hier abgerissen. Hier war vorher die Talstation, kann man das sagen hier? Ne? Ja, wir sind hier unten, ne? Der Start, der Beginn sozusagen. Die kamen weg und haben hier einen kleinen Hafen bekommen, Genossen. Ne? Die haben hier einen kleinen Hafen bekommen und da warten die Arbeiter jetzt. Damit sie hier in die Meteor, heißen die, glaube ich, ne? Ja, Meteor 342 Boote kommen. Aus der Sowjetunion, Genossen. Und die sind richtig schnell. Ihr seht es ja. Wir können ja mal hier den Tacho mitlaufen lassen. 8 Knoten. Ich meine, dass die auf 24 Knoten beschleunigen können. Nur ist jetzt ja auch die Strecke, die sie hier zurücklegen, so bescheiden, dass... ich weiß nicht, ob die überhaupt da auf ihre Höchstgeschwindigkeit kommen. Nee, Genossen, kommen sie nicht. Na, kommen wir? 23 Knoten, 24 Knoten, geht da noch mehr? Geht da noch mehr? Nee, waren doch 24 Knoten. Siehst du, erreicht er kurz. Jetzt kommen wir hier an, am Entladepunkt. Das heißt, die Arbeiter können jetzt hier, nachdem sie morgens die kleine Fähre benutzt haben, können sie hier aussteigen. Das sieht auch gut aus, ne, Genossen? Ich nehme mal hier das Overlay weg, genau. Das heißt, sie können hier aussteigen, Genossen, und das machen wir jetzt auch. Da muss ich das natürlich wieder aufrufen. So, was da? Okay, sie können hier aussteigen, laufen dann hier rüber, Genossen. Ihr seht es, in Strömen, in Massen sozusagen. Und dann geht es für sie hier weiter
In der Seilbahn, Genossen. Ne? Das ist denn der zweite Weg, der zweite Teil des Arbeitsweges hier morgens. Da bist du aus der Fähre gekommen. Und auf der Fähre, da gibt es meist auch noch eine Tasse Tee hier bei uns. Ne? In unserer Republik, da steht ein Samovar und man kann auch so ein Puddingteilchen kaufen für 15 Pfennig oder irgendwie sowas. Ja? Der Endverbraucherpreis sollte dann eine krumme Zahl sein. 14 Pfennig kostet das Puddingteilchen. Und da muss man sich schon beeilen, dass man während der kurzen Fährfahrt hier seinen ganz, ganz kleinen Schluck Tee da austrinken kann, Genossen. Ne? Ja, herrlich. Ja, und dann hat man Zeit, hier noch ein bisschen die Zeitung zu lesen, denn das wird schon hier seine halbe Stunde dauern, denke ich mal, diese Seilbahnfahrt. Ja, kann man drüber nachdenken. Gleich geht's ab in Schacht. Und dann werden wir hier den Plan übererfüllen, Genossen, ne? Haha, so, sehr schön. Das war der Weg hier zur Arbeit. Und ja, der Weg nach Hause ist umso schöner, Genossen, ne? Da können wir hier, schweben wir wieder hier auf unserem wachsenden Eisenhüttenstadt. Und also grafisch ist das ja schon ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice, ja. Denkst immer Workers and Resources, so ein, von der Grafik her so ziemlich roughes Game, aber nein, ne? So in diesem Modus hier, da ja, sieht das richtig gut aus, Genossen. Ja, unsere Eisenverarbeitung läuft, da gibt es nichts Negatives drüber zu sagen. Gab auch keine Katastrophen, die Brände wurden gelöscht bisher alle. Ja, die Brände, Genossen, da hatten wir doch in der letzten Episode, wenn ich es recht erinnere, die Seilbahnstation verloren, auch oben bei der Eisenmine. Und aufgrund dieser Tatsache wurde dort oben auch noch eine kleine Feuerwehr mit angelegt, Genossen. Ja? So dass die Eisenmine und auch diese Seilbahn dort oben auf dem Berg jetzt von der Feuerwehr ziemlich direkt abgesichert wird. Und diese Feuerwehr wirkt halt auch noch in den Bereich der Eisenverarbeitung mit hinein. Ja, das ist eine ganz gute Lösung da, denke ich. Ne? Gut, dann können wir hier auch wieder aussteigen. Haben wir uns das einmal angeschaut, wie die Eisenminenwerker da zur Arbeit kommen. Und früher oder später wird sich hoffentlich hier auch das Treibstoffproblem lösen, Genossen. Wie sieht sein Tank aus? Ist immer noch komplett voll. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel er jetzt wirklich braucht. Ein paar Tonnen werden das schon sein. Aber wenn die ersten W50 hier ankommen, Genossen, dann W50, die ersten Minol-Laster, ne? Die hatten doch auch einen G5, glaube ich, noch dabei. Ich habe jetzt hier mal die Beschleunigung mit reingesetzt, weil das wäre eigentlich ein ganz schönes Erlebnis, sich das hier mit anzuschauen. Denn, Genossen, geladen werden soll dieser Stahl hier. Und die Forklift-Büros, die sind errichtet, haben aber auch noch nicht den Job hier zugeteilt bekommen. Das machen wir jetzt mal hier zusammen. Das heißt, wir haben die hier alle zugewiesen. Sehr gut. Hier bei den Gabelstaplern mache ich sonst nichts weiter. Ne? Und im Gegensatz zur Stahlproduktion sollte das hier eigentlich ausreichend schnell genug sein, da die Volumina hier ja doch deutlich geringer sind. Ne? Dann beim Pflanzentransport. Und was wollte ich jetzt machen? Jetzt wollte ich eigentlich hier ein paar Gabelstapler kaufen, Genossen. Damit die auch was transportieren können. Ja, unsere IFA. Der Multicar, Genossen. Ja, ein Multicar. Sag ich mal, 45, 2 Tonnen. Die fahren doch, die sehe ich doch noch heutzutage durch die Gegend fahren. Die gibt es ja immer noch, ne? Ja, dann nehmen wir die natürlich, ne? Nehmen wir die, Genossen. Blau gibt's hier, weiß, ja, von jeder Farbe. Gelb. Also sind wir einmal durch jetzt, ne? Ja, dann sind wir einmal durch, okay. Gut, dann haben wir eins von den Büros besetzt hier, ne? Ja, und die fahren ja hier auch fleißig hin und her. Genossen, wir sehen's. Lass das mal anschauen hier. Wie die Multicars hier fahren. Nice. Ja, die sind ja auch ideal für den quasi Innerfabriktransport und
überhaupt für die Verbringung von so Kurzstreckenladung, ne? Das passt doch ganz gut, Genossen. Schön, schön, schön. Das heißt, die laden jetzt das Schiff hier, ne? Die laden das Schiff, Genossen. Und der Tank ist voll. Ah, jetzt haben wir verpasst hier. 1144 Liter passen rein. Das heißt, das kam hier eine Lieferung an. Ja, ein bisschen Treibstoff ist übrig geblieben. Okay. So, was bedeutet das jetzt, Genossen? Das bedeutet, dass das Schiff hier beladen wird. Ja, das können wir uns auch anschauen. Hier, 34 Tonnen. So langsam werden sie hier den Stahl beladen. Also ein bisschen schneller hoffentlich. Da kommt... Aha, das Schiff ist hier. Die bringen das aber hier hin, ne? Was ist denn das hier, Genossen? Okay, na, hier hatte ich noch ein zweites Boot übrig, was ich versehentlich gebaut hatte. Das war hier so nur für 136 Tonnen Pflanzenkunst. Deswegen hatte ich das mit aussortiert. 170 Tonnen Stahl. Hat das jetzt hier schon geladen? Das hat eine Tonne Stahl geladen und will jetzt zur Grenze über die Grenze fahren. Nee, da müssen wir hier einmal mal sagen, nächstes Mal warten bis beladen, ne? Ja. Nächstes Mal warten bis beladen, okay. Und dieses Schiff hier, was macht er denn? Er wird ja auch langsam beladen, ne? Er wird langsam beladen, Genossen. Hier kommt Tonne für Tonne der Stahl. Sehr gut. Und hier hatten wir gesagt, warten bis beladen. Ja, okay. Na gut, jetzt sollte das eigentlich dafür sorgen, dass hier sich das Lager ein bisschen leert. Ja. Jetzt sind hier wieder 50 Tonnen raus. Das ist hier ein 2250 Tonnen Lager, Genossen. Das ist, ja, dachte ich, das ist die passende Größe hier für den Hafen. Und das sorgt jetzt eigentlich dafür, dass dieses Distributionsoffice hier mit den offenen LKWs, ne, die haben eigentlich W50 Auflieger und natürlich auch noch die G5 mit zur Verwendung, dass die Genossen dafür sorgen, dass hier Stahl aus dem Stahlwerk abtransportiert wird und dann in das Lager verbracht wird, Genossen. Das ist deren Job, ja. Wir können nicht lagern oder exportieren. Ja, das ist schade, Genossen, ne? Das ist schade. Aber sobald jetzt hier der Export ein bisschen in die Gänge kommt, dann läuft das ja auch. Dann schicken wir die Leute auch nicht umsonst oder vergebens da zur Arbeit hin. Obwohl auch, ich muss auch ehrlich zugeben, diese Unterbrechung, diese Produktionspausen im Stahlwerk sorgen auch dafür, dass der Kohlefluss hier eigentlich ganz gut erhalten bleibt, ja. Wenn das Stahlwerk jetzt auf voller Kraft durchlaufen würde, da müssten wir doch wieder noch Schritte unternehmen, um das Volumina der transportierten Kohle hier noch zu steigern. Und dann müsste man auch mal gucken, inwiefern die Kohleproduktion da hinterherkommt. Da sind bislang noch keine Betriebseinschränkungen oder wie soll man sagen, keine, ja, das hat sich noch nicht als Engpass entpuppt, aber je mehr wir hier natürlich hochtransportieren. Und ihr wisst es ja, so ein Stahlwerk, ich glaube 400 Tonnen am Tag Kohle kann's, was macht er hier? Verbraucht 375 Tonnen Kohle bei maximaler Produktion am Tag, ne? Und jetzt seht ihr, jetzt ist der erste Stahl wieder abtransportiert worden. Ja, gleichzeitig läuft hier natürlich auch noch der Abtransport über die Straßenladestation für die ganzen Baubüros und die, also alles, was wir an Baustahl brauchen, seht ihr auch hier, ne? Da sind ja auch LKWs unterwegs, hier das abzuholen. Deswegen ist der Abtransport für den Exportstahl, den habe ich ja auch direkt dann in das Stahlwerk verlegt. Weil auch hier dann nochmal der Weg einfach kürzer ist, ne? Hin zum Hafen. Das ist ja wirklich nur diese ganz kleine Strecke hier, Genossen. So, jetzt schauen wir aber mal, wie läuft die Beladung hier. 53 Tonnen Stahl, also wirklich vorangehen tut das aber nicht hier, ne? Genossen, was ist hier der, warum geht das nicht voran? Mal so gefragt. Haben die hier keinen Treibstoff, kann das sein? Ja, die haben keinen Treibstoff, deswegen fahren die nicht, Genossen. Okay, das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Das heißt, dass...
den will ich jetzt auch nicht noch genossen hier. Die kommen ja jetzt sowieso kaum hinterher, hier den das zu füllen, ne? Also, was machen wir, Genossen? Wir packen uns das nächste leere Distributionsoffice, was hier noch damals aus den Kohletransporttagen übrig ist, nehmen uns unsere Distribution für die Minol und ordnen von den, die müssen durch die ganze Republik, Genossen. Will ich da die G5 durch die Kante schicken? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, Genossen. Aber, ja, so ist es halt. Also, wir schicken hier von den G5, welches, das hier können wir uns schnappen, ne? Ja, die schicken wir hier hin, Genossen. Ein W50 bekommen sie auch. Das ist das vierte Fahrzeug jetzt, ne? Ja, das vierte. Das heißt, noch ein G5. Ich meine, die haben wir, Genossen, ne? Die wegwerfen will ich die ja auch nicht. So, okay. Und dann wo holt ihr den Treibstoff ab? Ihr holt den hier ab, Genossen. Sonst ist das wieder eine zusätzliche Belastung. Das heißt, hier an der Treibstoffladestation, wo auch gut Betrieb ist, ihr seht es, ne? Da geht's ab, hätte ich beinahe gesagt. Also hier wird geladen, beladen und ihr habt bislang nur den Job, den Hafen zu versorgen und den Tank, den hängen wir auch mit ran, Genossen. Den hängen wir auch mal an. Also, die beiden Gabelstaplerbüros, hier sind sie. Okay. Das muss natürlich prioritär laufen hier. Ja, hätte man auch sagen können, alle Zielgebäude auf 90%, aber gut. Gut, und den Tank wollte ich hier mit ranhängen, ne, Genossen? Dass die Genossen sich hier da auch mit drum kümmern, dann sind die anderen dann nicht alleine auf weiter Flur. So. Und hier soll entladen werden, nicht beladen, genau. Ja, und solange der Tank unter 70% ist, helft ihr mal mit, Genossen. Gut, denn müssten wir das richtig eingerichtet haben, ne? Ja. Beladen wird halt wirklich nur an der Ladestation, Genossen. So, und als kleines Schmankerl, denn es kam eine Anfrage von den Genossen aus der Koreanischen Volksrepublik, ob dann in unseren blühenden Landschaften, die Koreaner ja großartig bewundern und für ihre Effizienz lobpreisen, ob wir den koreanischen Genossen denn hier nicht mit der Ausbildung ihrer Landsleute ein bisschen unter die Arme greifen wollen, Genossen. Und dieser Bitte hier aus der sozialistischen internationalen Gemeinde kam ich natürlich gerne nach und habe unseren Freunden aus Korea, ne, hier ein Stück Land zur Verfügung gestellt, Genossen, was sie nach eigenen Gutdünken bebauen konnten. Und die Koreaner, ja, das hat teilweise für Kopfschütteln bei der einheimischen Bevölkerung gesorgt, Genossen, haben sich natürlich sehr gefreut, dass ihnen diese Ehre zuteil wurde, Genossen. Ne? Und haben direkt erstmal zu Anfang hier diese schönen neuen Flaggen errichtet, zusammen mit einer Erinnerung, die nicht nur einseitig, sondern immer beidseitig natürlich in Korea genossen, denn der große Führer, der hat natürlich keine Rückseite. Ne? Das ist klar, das geht nicht. Von daher haben die Koreaner hier ein kleines Andenken an zu Hause errichtet und sich diese recht, interessanten Wohnblocks errichtet, Genossen. Jetzt haben die ersten einheimischen Eisenhüttenstädter schon gerufen, nein, das sind doch Slums und das geht ja gar nicht, Genossen. Die Koreaner haben sich da nicht groß stören lassen, die bleiben hier mehr oder weniger unter sich. Und man sieht hier auch,
dass Sie Ihre Erfahrung aus Korea auf jeden Fall mitgebracht haben. Hier, wir haben hier ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etagiges Gebäude, ne? Und es ist so ähnlich wie auch in Südamerika, dass wirklich bis in die 7. oder 10. Etage hoch die Fenster und Balkone vergittert sind, sodass auch niemand eindringen kann von außen, Genossen. Das ist eigentlich ein Phänomen, was hier in Eisenhüttenstadt bislang unbekannt war, jetzt aber durch den Zuzug doch lokale Bekanntheit erfeiert. Ja, das sind die Erfahrungen der Koreaner aus der Heimat, dass auch mit Fassadenkletterei hier auf jeden Fall in höheren Regionen zu rechnen ist, Genossen. Und sonst sind diese Gebäude, die ich euch natürlich gerne hier mit im Modshop reinpacke, ja, ziemlich groß, ne? Ihr seht, uiuiui, der Alarm geht hier, die Stunde ist schon wieder rum, ja. Also die Gebäude haben Platz für 850 Mann, ne? Sind von der Qualität her recht bescheiden, bei 50%, Genossen, aber das müssten die Koreaner für sich selber entscheiden, was sie da ihrer Bevölkerung zumuten möchten. Ihr seht es, relativ groß ist der Heizwassertank, ne? Hier mit 60 Kubikmetern, ja, obwohl relativ groß ist auch wieder relativ für die Anzahl der Bewohner in dieser Siedlung, da geht das eigentlich in Ordnung, ne? Ja. Gut, sie haben zwei von diesen Anlagen hier errichtet und sich auch, was auch ein wenig als Dankeschön an die lokale Bevölkerung gedacht ist. Jetzt ist es leider ein bisschen eingeschneit, sodass man die farbenfrohen Dachfassaden oder Markisen, die farbenfrohen Markisen nicht sehen kann, Genossen. Aber sie haben sich hier auch diesen offenen Basar errichtet, wo teilweise auch koreanische Spezialitäten dann angeboten werden. Ihr seht es hier, das Essen ist reichhaltig vorhanden. Da gibt es dann so Sachen wie Kimchi und den eingelegten Kohl und was man noch aus Korea kennt. Ne, Genossen, die einen werden da mehr kennen als die anderen. Ja, die Versorgung hier klappt eigentlich recht gut. Diese Anlage hier ist auch recht populär, von der einheimischen Bevölkerung auch angenommen, die sich natürlich auch mal freut, denn hier so ein bisschen ein paar ungewöhnliche Nahrungsmittel aus Asien den Speiseplan anreichern zu lassen. Ne? Genossen, das ist unser neues koreanisches Viertel. Abgerundet wird das Ganze hier durch weitere Trolleybusstationen, Genossen. Die sind hier erreichbar, würden hiermit auf den internationalen Trolleybusweg, hätte ich beinahe gesagt, hier auf unsere Trolleybustrasse einmünden, so dass auch den koreanischen Genossen dann der ungehinderte Zugang zur Produktion im Stahlwerk und aber auch in der Kohleverstromung gewährleistet werden kann. Des Weiteren haben wir hier dann noch eine Sportareal errichtet. Genossen, da müsste man hier auch den Straßenbau nochmal fallabschließend bearbeiten. Und das ist eigentlich die Erweiterung hier soweit in Eisenhüttenstadt, wo es eigentlich auch weitergehen kann. Denn die Baubüros sind jetzt erstmals ohne weitere Aufträge. Ne? Ja. Der Hafenbau ist auch soweit abgeschlossen hier. Von daher, die Arbeiterversorgung ist hergestellt. Ja, mit Eisenhüttenstadtgenossen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das kann man mal im Resümee so festhalten. Gerade weil die zuvor in Kolditz und ja auch in Strausberg gemachten Anfängerfehler, die Fehlplanung der Verlegung der Heizung und Stromerzeugung in das Herz der Innenstadt, das hat sie ja nicht so als weise Entscheidung herausgestellt gehabt, Genossen. Die wurden hier ja nicht gemacht und von daher sind uns hier auch überflüssige Umbaumaßnahmen erspart geblieben. Dennoch, auch Strausberg geht es gut. Hier sind keine großartigen Verluste zu beklagen oder ja, gibt nichts Unangenehmes Neues sozusagen. Alles im Lot, Genossen. Ich überlege gerade, ob es Neuigkeiten gibt, denn die letzten Bauarbeiten waren ja eigentlich hier. Die Herstellung der Trolleybusstation für die Versorgung von Berlikum, Genossen. Und wollen wir mal schauen, wie Berlikum im Winter läuft. Ihr seht es hier, ne? Die kleinen Schornsteine
unsere Gewächshäuser, die diese mit Wärme dann auch selber versorgen, sodass die keine externe Wärme verwenden. Hier fehlt Kohle, Genossen. Was sehe ich hier? Hier fehlt Kohle. Keine Ressource, fehlt Kohle. Das ist gar nicht gut, Genossen. Das ist gar nicht gut. Okay, da reicht die Versorgung nicht. Hier ist der Schornstein auch ausgegangen. Ja. Okay, ja gut, hier hatte ich ja auch nur jeweils ein LKW von zweien jeweils zugewiesen und hatte gesagt, na, lass mal schauen, wie das funktioniert und ob das ausreicht, Genossen. Und scheinbar reicht es nicht aus, denn die Kohle wird ja hier abgeholt. Ne? Hier ist die Ladestation für die Kohle. Und ihr seht auch, hier ist auch gerade ein Kipper. Laden. Ah, hier wird gerade keine Kohle geladen, Genossen. Kann das sein? Weil gerade so viele Schiffe beladen werden? Nein, hier liegen keine Schiffe. Astral. Wieso wird hier keine Kohle geladen? Das zu ergründen, Genossen. Oder besser gesagt, das. Ja, jetzt hat er ja hier geladen, ne? Ja, kurze Pause hier mal. Das würde mich mal interessieren, ob man da nochmal hinterhergehen muss. Jetzt hat er 40 Tonnen Kohle geladen. Okay, war wohl nur eine momentane kurze Betriebsstörung, wo man jetzt nicht weiter hinterhergehen muss. Also, wird das nicht Teil der nächsten Episode sein, das mit aufzuklären, Genossen. Das haben wir hier noch geschafft. Ich freue mich aber jetzt schon auf euch beim nächsten Mal. Denn, ja, ihr seht es hier, der Aufbau unserer Volksrepublik nimmt immer größere Züge an und es ist mittlerweile ja auch ein Gutteil Managementaufgabe und weniger hier Neubau. Aber wir können auf diesem Wege hier wertvolle Erfahrungen gewinnen und ja, wenn ihr nicht weiteren Aufbau verpassen möchtet, wenn ihr nicht den weiteren Aufbau verpassen möchtet, ist immer gut, eine doppelte Verneinung in so einen kleinen Satz mit reinzusetzen. Da weiß auch garantiert niemand mehr, Astral, was du gemeint hast. Stimmt, genau. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht euch eins. Ich freue mich über eure Kommentare, aber auch über eure konstruktive Kritik und überhaupt, ne? Eure Anmerkungen und Bemerkungen hier. Von daher, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.